Hallo Leute, willkommen auf einem neuen Planeten. Es ist nicht gleich der nächste Planet, es ist zwei Planeten dazwischen. Und die Erzfelder hier sind etwas unter der Basis. Darum denke ich, vielleicht suche ich mir etwas ein bisschen weiter draußen. Der Planet sieht ziemlich grün aus, ein paar Bäume. Das sollte mit der Verschmutzung helfen. Nun, ihr fragt euch vielleicht, was machen wir in der heutigen Folge? Zuerst mal ein Kupferfeld finden und den richtigen Harvester drauf platzieren. Und dann machen wir hoffentlich dasselbe noch mit Eisen. Schöner großer Wald hier unten. Oh, hatte schon gehofft, hier hätten wir nur Wasser. Da haben wir Öl. Unsere Ölvorräte sind momentan noch ziemlich gut. Da haben wir eine Basis. Ein Alien-Nest. Weg ist es. Was wir heute machen wollen, ist etwas. Wir haben ja immer noch unsere Kohleleitung, die in den Keller geht. Aber wir brauchen die Kohle da eigentlich nicht mehr für die Energieproduktion. Aber wir können die Kohle da benutzen und verflüssigen und dann quasi Ölprodukte da rausziehen. Und so haben wir eine zusätzliche Möglichkeit, wie wir an die Ölprodukte kommen, ohne dass wir unbedingt Öl haben müssen. Denn wir brauchen etwas Schweröl, glaube ich, aber sobald das angeschlossen ist, läuft das von selbst. Voilà. Eisen auch angeschlossen. Und dann mache ich mich mal hier auf die Runde zurück in die Basis. Nehme noch das eine oder andere Nest mit. Und dann schließe ich auch noch Kohle und Stein an. Hier im Keller können wir etwas Platz schaffen, indem wir ein paar von diesen Maschinen hier entfernen. Und sobald die ausgelaufen sind, können wir dann auch mit der nächsten, mit der Produktion oder mit dem der Produktionslinie für die Ölraffinerie auf Kohlebasis anfangen. Denn was wir hier brauchen, ist zum einen Wasser. Und dafür brauche ich wahrscheinlich einiges an Rohre und Schweröl. Und raus bekommen wir Schweröl, Leichtöl und Petroleum.
oder Flüssiggas. Und vielleicht machen wir das andersrum, weil wir müssen ja auch noch die Kohle reinschieben. Und das machen wir dann vielleicht besser von der Seite, wo wir nur drei Ausgänge haben. So. Langer Greifarm. Hier mache, dann kann ich das sogar hier so machen. Brauchen wir hier etwas Strom und dann kann ich das hier kopieren. Einmal, zweimal, dreimal. So. Dann kopiere ich das Ganze nochmals auf diese Seite. Müssen wir schauen, was uns alles fehlt. Rohre und Untergrundrohre. Hier brauchen wir auch etwas Dampf. Okay, hier ist uns der Brennstoff ausgegangen. Wie viel Dampf brauchen wir denn hier für 50 Dampf? Und wie viel kann so eine Dampfmaschine herstellen, so ein Heizkessel? Sechzig pro Sekunde. Vielleicht nehmen wir einfach Dampf von hier hinten. Fehlen uns Untergrundrohre und um die zu bauen, fehlt mir Eisen. Falsche Richtung. Will ich und forschen wir doch diese Forschung, die braucht 1000 und öffnet uns hier einiges an zusätzlichen Dingen. Nicht ganz sicher, was denn die Forschung effektiv dann auch bewirkt. Ich brauche etwas mehr. So. Sind auch alle ausgelaufen. Hier mal aufräumen.
hier hin. Dann müssen wir natürlich das Ganze auch hier rüber verbinden. Okay. Herstelldauer sind 5 Sekunden und wir brauchen 50 Dampf. Das heißt, wir brauchen pro Sekunde 10 Dampf pro Maschine. Wir haben 10 Maschinen, das heißt, wir brauchen 100 Dampf pro Sekunde. Ja, ich denke, ich stelle einfach mal hier zwei Heizkessel hin, die produzieren 60 je, das heißt, wir haben etwas mehr Dampf, als wir effektiv dann auch benötigen. So, hier all die fehlenden Untergrundrohre. Zur Seite. Hinten brauchen wir keine, die können wir uns sparen. Hier vorne brauchen wir auch keine. Ah, hier brauchen wir. Alle Rohre. Immer noch an den Untergrundbändern dran. Ja, ich könnte ja mal ein paar von den verbrauchten Dosen nach oben bringen. Hier reinlegen. Hier etwas Uranerz nachlegen. Wir haben immer noch genügend hier auf der Seite. Geht uns noch nicht aus. Hier Kupfer, das ist immer so eine Sache, aber hier auf dieser Seite habe ich jetzt überall die besten Module drin, die wir derzeit haben. Natürlich Stahl. Da sieht es wieder mal schütter aus. Ich habe auch hier begonnen, Produktivitätsmodule reinzupacken, so dass wir weniger Kupfer verbrauchen. Auch die Maschinen upgraden. Und das sollte uns unter dem Strich helfen, mehr zu produzieren. Denn wo es uns mangelt, ist an der Chip-Produktion, welche wir für die blauen hier oben benötigen. Und hier bin ich derzeit eigentlich immer dran, die blauen direkt hier hinten reinzulegen, so dass ich die Maschinen pimpen kann, so dass wir
mehr oder schneller Dinge rausbekommen. So. Fertig gebaut. Und dann. Finden wir das doch hier so. Okay. Dann brauchen wir hier natürlich ein Untergrundband. Hier. Es kommt hier an. Hier. Das. Gut. Dann hier ein Splitter. Hier brauchen wir etwas Strom. Hier ebenfalls. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch das Schweröl. Und da habe ich 5 Fässer. Das war's. Und jetzt läuft diese Maschinerie von selbst. Was wir jetzt hier noch machen können, ist mit ein paar Chemiefabriken, vielleicht hier oben drin habe. Eine. Nicht viel. Ja, natürlich. Dafür brauche ich Stahl. Schon so etwa 10. Okay, das Ganze ist zum Stillstand gekommen. Weil uns da ein Rohr fehlt. Und hier produzieren wir 90 Schweröl, 20 Leichtöl und ein ganz klein wenig Flüssiggas. Das heißt, wir müssen dann hier unten da machen wir das Ganze mal zu Leichtgas, Leichtöl, Leichtgas.
und das dann zu Flüssiggas. Das können wir im Wesentlichen dann hier kopieren. Okay, mehrere wie immer. Hier. Wasser dran. Okay. Können wir überall noch verbinden. Ja. Ausweiten, bekommen wir das auch so ran. So. Flüssiggas. Dann haben wir die können wir eigentlich auch hier vorne hin machen. Wo wir ja schon die Kohle haben. Was für ein Wunder. Das machen wir dann ja, so rum. Dann brauchen wir lange Knickarme. Gelbe reichen, glaube ich, hier. Hier durch. Ah, nein. Das muss bis hier hinten durchgehen. Und dann hierhin mache, dann komme ich Strommast aus.
haben wir jetzt auch Kunststoff von unten. Geht hier hoch, müssen hier das Ganze umdrehen. Und sobald wir hier einen dritten Anschluss haben, dann können wir den auch weiter nach oben geben. Was auch nett wäre, ist Schwefelsäure. Schwefel können wir, glaube ich, herstellen, aber für Schwefelsäure bräuchten wir. Das müsste gehen. Da brauche ich nochmals zwei Chemiefabriken. Nehme auch den hier mal aus der Schusslinie, damit ich etwas mehr Platz habe. Hier hin, hier einen Eiler. Das jetzt eigentlich so mache, haben wir hier eigentlich wieder ein Band frei. Das wir nutzen können. Gut, ach, das geht sich ja wunderbar aus. Immer fehlt es am Notwendigen. So, hier noch einen Topf dran und dann so. Hier einen großen platziere, dann haben die auch Strom. Die Tanks füllen sich etwa gleichmäßig. Das ist ein gutes Zeichen. Mach den aber hier so hin. Brauche ich noch etwas hiervon, denn die Schwefelsäure, die können wir einfach hier auf der Seite nach hoch bringen. Da haben wir ja genügend Platz. Und hier brauchen wir die Schwefelsäure nicht.
Aber wenn wir die blauen Prozessoreinheiten hier nach unten auf diese Ebene bringen wollen, dann brauchen wir das hier. Und um das zu bewerkstelligen, müssen wir hier wesentlich mehr an von roten und grünen herstellen, so dass dann auch etwas übrig bleibt, damit wir die blauen dann auch noch anschließen können. Gut. Mache ich hier oben hin, damit der nicht hier in die Quere kommt. Da fällt noch einer. Und dann so. Oben oder unten. So, und dann haben wir hier Schwefelsäure anlegen. Dann gehen wir doch mal hier nach oben schauen. Stein läuft voll. Kohle, da könnten wir etwas mehr anschließen, weil wir verbrauchen jetzt ja auch mehr. Sonst sieht es soweit gut aus. Noch keine Nester im Bereich. Und ich denke, das war wieder mal eine etwas längere Folge. Die scheinen sich zu häufen. Und wir machen nächstes Mal auf diesem Planet weiter, wo wir hoffentlich die Schaltkreise pimpen können. Also, bis dann und tschüss!